Und herzlich willkommen zum dritten Part von der Beta von PVZ2. Ja, dritter Part wird was ganz Kurzes. Ich habe ja gesagt, wir machen ein kleines Pack-Opening und da wollen wir auch gar nicht so viel Zeit verballern. Ich habe schon mir ein paar Packs geholt, deswegen musste ich jetzt eben wieder ein bisschen zocken. Und ihr seht schon hier meine Rose schon auf Level 10. Das ist anscheinend maximal in der Beta. Ich kann sie nicht befördern oder ich raff zumindest nicht, wie es geht. Alter, die Klasse ist so krass. Die ist so mega krass, weil dieser Schuss, liebe Freunde. Der verfolgt Gegner. Es ist jetzt bei manchen, ja, eigentlich jetzt nichts Besonderes, aber gegen diese scheiß Imps, Bombe. Richtig genial. Dann schön hiermit. Zack. Dann sind die Zeitlupe drin, die ganzen Wichser. Und dann bam, 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 alle tot. Das ist so genial. Egal. Pack Opening, liebe Freunde. Ich habe ein bisschen was angesammelt. 132.000 haben wir. Ich würde sagen, ich mache jedes Pack. Also nicht jedes Pack einmal. Wir machen komplett, bis alles weg ist. Von den großen holen wir uns jeweils eins. Fangen wir mal mit denen hier an. Ich glaube, das sind aber wirklich einfach nur Sachen zum Verschönern. Genau. Da sehen wir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck, wie der Sonnenbrille sieht auch cool aus. Coole Augen, sehr nice. Ich würde sagen, wir übertreiben es jetzt richtig. Oh, nice! Nice! Die Eis. Zitrone, cool, sieht auch mega nice. Das gucken wir uns auch gleich direkt nochmal an. Ja, 75.000, das lohnt halt. Wir könnten es nochmal hier einholen, aber ich brauche eigentlich mal hier ein paar Hilfen. Deswegen machen wir hier noch recht viele jetzt auf. Und gucken mal, dass wir was Gutes kriegen. Oh, Sonnenblumen, das ist sehr gut. Heilblumen sind immer gut. Das ist wirklich schon wieder so ätzend wie damals im PVZ1. Die sind immer am wenigsten gedroppt, diese scheiß Sonnenblumen, die halt für manche Modi einfach super wichtig sind. Packjoy ist auch immer gut. Ich habe auch schon so viele Quests erledigt und so, ey, es macht echt ultra Laune. Es gibt zwar immer wieder diese Momente, wenn du von irgendwas geholt wirst und denkst, ja, was ein Scheiß, Alter, hast du gar keine Chance gegen, voll overpowered oder so. Aber irgendwie sind alle Klassen overpowered, von daher gleicht es sich auch irgendwie wieder aus. Wobei ich finde, dass aber die alten Klassen dann keinen Anschluss mehr finden an den neuen. Ja, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber die Vampir-Sonnenblume, oh Leute, die ist ja so mega geil. Oh, da haben wir wieder eine bekommen, sehr schön. Der Roboboxer. Flankenkraut. Sehr schön. Na, können wir noch ein paar holen? Also man verdient recht gut Geld, muss man sagen. Aber hier, ihr seht auch, die Packs sind auch ein bisschen teurer. Also hier das Pack in PVZ1 war, hat 1000 gekostet. Hier einfach mal 2500. Krass, mal alles nur für Zombies. Ich mag ja die Pflanzenseite einfach lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich spiele auch gerne mal als Zombie, als Paar, macht auch Laune. Aber hauptsächlich finde ich die Pflanzen einfach viel cooler. Deswegen ärgere ich mich irgendwie immer so ein bisschen, wenn ich viel für Zombies kriege und wenig für Pflanzen. Aber na gut, was soll man machen? MG-Erbs ist auch gut, 5 Stück. So, da ist das Geld auch schon fast wieder weg. Oh, 3 Heilblumen, das ist natürlich super. Heilroboter, oh, das ist ja auch cool natürlich. Ah, die Maps sind auch so geil. Ganz ehrlich, die Maps sind richtig cool. Blitzschild, das wollte ich auch mal ausprobieren. Mal gucken, was das ist. Oh nein, nur noch ein Pack. Aber mit den Quests kann man ja wirklich gut Geld verdienen. Ich hatte hier irgend so eine Epic-Quest drinne, von wegen irgendwie, dass man 10-mal, was war das, dass man 10-mal Dings spielen muss. Diesen einen Modus halt, wie Rush im Battlefield. Und es gab halt direkt mal 25.000 Münzen. Das ist halt echt ganz schön extrem. So. Das war's mit den Packs, liebe Freunde. Wir gucken uns natürlich noch den neuen Char an. Ach, wieso gehe ich bis dahin? Machen wir gerade so. Und hier, ihr seht es auch hier. Die ist Level 10 und da steht bereit für Beförderung, aber ich kann da nichts machen. Also ich komme da nicht rüber oder sonstiges. Ich kann da leider nichts machen. Wahrscheinlich kann man sie dann befördern. So ein bisschen wie Prestige, wahrscheinlich bei COD oder so, stelle ich es mir vor. Vielleicht geht es nicht. Ich sehe es einfach nur nicht. Ich habe mir auch hier schon alle Level 5 Level-Ups kriegt man so eine Verbesserung. Habe ich zum Beispiel so ein, so ein Dings reingemacht, Regenerations. Gedönse, dass das schneller losgeht und ein Zoom-Upgrade könnte ich noch machen, aber brauche ich eigentlich gar nicht. Aber ich mache es einfach trotzdem mal rein, weil ich es kann. Ja, Fähigkeiten hat sich ja noch nichts verändert. Aussehen haben wir für sie auch noch gar nichts, aber es ist ja auch gerade alles egal. Wo ist er denn? Nach da oben. Yeah! Er sieht ja mega nice aus. Habe ich für ihn irgendwas? Oh, ja, stimmt, da haben wir ein paar Brillen. Oh mein Gott. Aber das sieht Standard schon fast an, obwohl das hat irgendwie auch was. Die Fähigkeiten, gut, da hat sich, glaube ich, noch nichts verändert. Ach so, der ist ja jetzt eh wieder Level 1. Aber wir nehmen den einfach mal kurz. Um zu gucken.
Ah, schöner Ice Beam. Ziemlich cool, der Typ. Und da ich halt so viele Quests schon erledigt habe, ist halt mein Multiplikator schon ein bisschen höher gegangen. Auf 1,5 jetzt. Das ist natürlich sehr cool. Das heißt, ich steige dann mit denen auch jetzt schneller auf als jetzt noch mit den anderen. Oh, der ist doch ganz cool. Okay, ich dachte, das wird auch noch anders. Ja, das friert ihn tatsächlich aber ein. Sehr cool. Doch, der hat auf jeden Fall was. Für den Rollen ist auch lustig. Kann ich dann einfach noch ein bisschen schneller rollen. Das macht dann aber halt keinen Schaden. Allerdings, wenn ich jetzt... Aber hier spawnen noch manchmal welche. Das erinnert mich einfach so mega an Sonic. Gerade jetzt auch noch mit der Farbe. Zack. Super lustig. Leute, wie gesagt, es sollte einfach nur ein ganz kurzes Video sein. Wegen Pack-Opening und so weiter. Dankeschön fürs Zusehen. Nächster Part kommt dann mal ein bisschen was mit den Zombies. Wurde gewünscht von jemandem. Und deswegen machen wir das direkt. Und ja, nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann, Freunde.